Entschuldigung. Da muss Strom drauf sein. So muss es, glaube ich, aussehen. Warte mal. Pitbull, was machst du denn für einen Scheiß, du? Wenn ich bald raus finde, installiere ich mir X-Ray, dann reicht's mir. Dann fliege ich da raus. Kann man mit X-Ray fliegen? Nein. Du hast einen extra Fly-Mod. Dann installiere ich mir den Fly-Mod und den X-Ray-Mod. Das Ding ist jetzt, da ist jetzt Dauerstrom, das will ich nicht. So, was ist, wenn ich jetzt den Schalter betätige? Passiert nichts. Ich wäre wegen Lex fast in die Lava gefallen. Ey, da hätte ich mir so in den Arsch gebissen, wenn ich wegen der Lava gestorben, wegen den Lex. Ich krieg's noch hin mit der blöden Lampe. Ich krieg's noch hin mit dem Rauskommen. Am besten ist es, ich baue mir jetzt noch eine, damit ich hier oben ein bisschen spielen kann. Und zwar, zack, jetzt ist es aus. Jetzt ist es an. Wenn das weg ist, ist es an. Nee, das soll andersrum sein. Ja, ganz, hab ich super hingekriegt. Habe ich ganz toll hingekriegt. Hast du Stress geschoben mit denen? Das habe ich so toll gemacht. ich bin ein Held. Ich muss meine Sachen finden. Wo ich runtergefallen bin, weiß ich sogar. Wieso hast du die Plugins nicht drin? Einfach Slash Back und... Ja, das wollten ja alle. So, okay. Jetzt muss ich das noch irgendwie unten kriegen. Yeah, ich sage jetzt einfach mal nichts dazu. Woher soll ich denn jetzt wissen, dass die linke Seite mit Lava ist und die rechte nicht mit Lava? Klappen, wenn das hier... Ah, welchen Schalter vielleicht so bauen. Sieht vielleicht kacke aus, aber besser als nichts. Und zwar... So, so, tada, und za, so. So, so, so. Und kein Holz mehr. Doch noch ein bisschen. Gott, sieht das Häufchen aus. Wie sieht es von unten aus? Ah, ja. Wie bin ich da hingekommen? Versteckter Schalter ist auch nicht so verkehrt. So. Passt doch. Mission fast erfüllt. Mal die ganzen Fackeln weg. Ich war die ganze Zeit da neben dem Eingang. Der ist... Hier campt der Eingang rum. Da unten campt er. Ei, ich flipp gleich aus. So Leute, so sieht's im Dunkeln aus. Dunkel draußen. Ah, komm her, du Licht an und... Tada, perfekt. Dein Vater im Arsch, komm. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Battelt sich gerade mit. Schubst mich der einfach runter, der Knecht. So, die Küche sieht doch richtig nice aus. Geh weg von der Küche, Licht aus. Und runter. Mann, ich muss mich echt beeilen, ey, sonst sind meine Sachen weg. Wie macht man... Ach, Falltür. Falltür. Du musst wie eine normale Tür, nur quasi schief. Also umgedreht. Okay, dazu brauch ich erstmal Holz, ne? Ja, also nicht senkrecht, sondern waagrecht. Du weißt, was ich meine. Mhm. Oh, ich hab Hunger, sehe ich gerade. Pitbull, was futtern? Oben ist ja die Küche, kann ich ja gleich was futtern gehen. Ach, deine Mutter schützt beim Kacken.
noch mehr Steak gehabt. Unten. Ach, ich esse mal den goldenen Apfel, um zu gucken, was der macht, okay? Ja, es ist Verschwendung, aber... Egal. Und, was macht der? Nichts. Hunger bleibt, aber meine Herzen füllen sich alle auf. Ja. Beziehungsweise... Zwei Herzen habe ich jetzt bekommen. Ist nicht dein Ernst, oder? Gut, lohnt sich. Jetzt auf jeden Fall, dass man so viel Gold dafür ausgibt, oder? Was ist ein Scheiß. Was ist das für ein Käse? Das ist Schweizer Käse. So. Ja, und jetzt? Da unten bin ich gestorben. Meine Sachen. Na super, alle in die Lava gefallen. Aber außer die Experience, die ist nicht in die Lava gefallen. Ah ne, das sind sie ja. Das sind sie ja. Fast alles hat überlebt. Aber nur fast. Die Betonung liegt ganz stark auf fast. Leider haben die Sachen nicht so überlebt, dass ich wieder nach oben komme. Wie sieht es aus mit weißer Wolle? Hast du da was am Start? Ich schau mal nach. Ja, ja, ich gehe nachts zu dir, damit ich sterbe, gell? Ja. Treppen, Leute. Erde brauchen wir eigentlich nicht. Tu wieder zurück. Ey, in der Hülle, in der Hölle bist du ohne Ding aufgeschmissen. Ohne Spitzhacke. Mhm. Genau der Scheiß fällt in die Lava, das kann doch nicht wahr sein. Schüchen kommt da nie wieder raus. Doch, ich weiß, wo es rausgeht. Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich da hinkomme. Okay, dann ist ja gut, ne? Das. Irgend so ein Knecht hat da überall Gravel hingemacht. Ich war das schon so. Nee, Gravel in der Hölle gibt es eigentlich nicht, natürlich. Also wir haben da kein Gravel hingemacht, da ist überall Gravel, habe ich schon gesehen. Ja, der spawnt doch da nicht. Das ist ein Käse. So, ein Stück Holz. Half-Step geht auch. Oh, jetzt habe ich die Pflanzen vergessen, Pitbull. Heute gibt's so... So oft, wie ich heute schon hoch und runter gegangen bin, da kriege ich schon einen Orden dafür. Der Orden des Hoch- und Runtergehens. Richtig. Mit Keks an so einem Band. Oder? Ich habe noch ganz viele Setzlinge in den Kisten, die muss ich mal pflanzen, oder? Puh, kannst du machen. Hä? Ich verkacke Eiern, wie bin ich denn da? Ja, toll, jetzt bin ich wieder. Ich finde nicht nach Hause. Ich weiß doch, wo der Weg war, Alter. Der geht mir auf den Sack. Hä, ich meine, wie kann denn der auf einmal weg sein, der Weg? Jetzt ist der Weg weg. Der ist echt weg. Der ist nicht. So, wie sieht es aus, wenn es hier komplett zuwächst? Ich weiß nicht. Wie bin ich da hergekommen? Da ist kein Weg, aber irgendwie muss ich... Kidding me? Fragezeichen. Wo sind denn Lianen, bitteschön? Ich hatte doch immer welche. Da sind doch drei Stück, aber es sind ein bisschen wenig. Ich hab's gefunden. Ja, Mann, ich hab's gefunden, Bitch. Ich bin so gut. Meinst du, es werden irgendwann noch mehr Sachen kommen hier bei Minecraft? Features? Nee, so irgendwie Gegenstände oder so ein Scheiß. Denke mal schon. Ich hoffe es. Ja, ich auch. Das wird auf jeden Fall cool. Weil sonst... Ich will nicht sagen, dass es langweilig ist, aber sonst wird's langweilig mit der Zeit. Ja. Wenn nichts Neues kommt. Okay, frag mal Gronkh, ob's nach 600 Folgen langweilig wird. Ja, der hat 600 Folgen, 15 Minuten. Sind wir bei 600 mal 15? Komm. Zwei verschiedene Gebüscharten. Sieht aber beides kacki aus. Ey, hab ich rechnen verlernt? Nee, Leute. 600 mal 15. Ach, Kinder. 9000, gell? Weiß ich nicht. Gut, dann 9000 durch 6. Nee, 9000 durch. Kann man Kakteen auf Holz pflanzen? Oder nur auf Sand. Warte kurz, ich bin gerade am Rechnen. Jetzt brauche ich wieder... Ne, ich hab's dann. Gut. Müsste 150 machen. Oder? 9000 ja. Durch...
Müsste irgendwas 150 oder so rauskommen. 150 durch 24 ist ein paar Tage. Also der hat ein paar Tage schon Minecraft gespielt. Hey, ich habe jetzt hier einen Sandblock hingelegt, aber ich kann keinen Kürbis drauflegen. Nicht Kürbis. Ist Water direkt daneben an? Muss es sein, in der Wüste sind auch welche mittendrin. Ja, zum Wachsen muss direkt Wasser nebenan sein. Ich will es nicht wachsen, ich will es einfach so als Pflanze hinstellen. Nope, geht nicht. Sickte. Ich muss mir ganz kurz was machen. Das sieht man schon, sieht man fast gar nicht, den Geheimgang. Und dann sieht man überhaupt nicht. Ich weiß, dass ihr den kennt, aber früher oder später kennt ihn jeder. So. Ja. Warte mal. Ach, komm schon, so. Spätestens, wenn sie die Folgen gesehen haben. Ich glaube nicht, dass Semtex und so's Let's Play regelmäßig anschauen. Semtex schon, die anderen denke ich nicht. Spitzhacke habe ich doch und ich suche die ganze Zeit eine. Ich habe mir einen Kessel gebaut. Wie machst du da jetzt Wasser rein? Musst mit dem Wassereimer da reinwerfen. Ja, rechtsklick mit dem Wassereimer. Wo mache ich den am besten hin? Am besten ist doch hier. Ja, sieht doch richtig ultra aus, oder? Sieht, passt eigentlich relativ gut rein, ja. Dann hol mal einen Wassereimer. Ich. Hast du einen Eimer gerade da? So sieht's doch gut aus. Oder ein Half-Step dahin. Irgendwo sind Eimer, ja. Irgendwo unten. Ich mal einen Half-Step dahin, mal gucken, wie es aussieht. Nee, mit Treppe sah es schöner aus. Da ist ein Eimer, Gott, mit den Texturen. Voll ungewohnt. Ach, Pitbull, du willst dein Haus schöner machen, dann verkackst du es immer wieder. So habe ich mein Waschbecken sozusagen gebaut. Wasser ist auf dem Weg. Da kannst du so Flaschen von Tränken auffüllen. Weiß. So, das wird spannend. Tada. Bam! Da hast du einen Eimer. Das ist endlos, gell? Eine endlose Wasserquelle. Nee, leider nicht. Wie, nee? Die ist nicht endlos. Echt? Nö, kannst nur ein paar Dinger damit auffüllen, ein paar Wasserflaschen. Aber ich kann jetzt nicht mehr meinen Eimer auffüllen, gell? Nö. Das ist ja langweilig. Egal, zur Dekoration passt's. So, was ist das? Was ist das für ein Schalter? Licht. Bäh. So, was hättest du noch hier so gemacht? Warte, ich muss mal die Verkabelung anschauen. Gut, extrem unkompliziert. Passt. Oh mein Gott, ist es hier fett. Kann eigentlich noch was bauen, gell, aber reicht. Ja, auf jeden Fall. Das, was wir jetzt da unten haben, reicht doch eigentlich an Räume. Für zwei Personen, ne? Au. Ja, dürft eigentlich. Das ist mehr als genug. Au. Uah. So wie so eine Art Esstisch oder so ein Scheiß. Irgendwas klopft schon wieder an meiner Haustür. Es ist so laut, dass ich das auch höre. Oh, Kacke, der hat die Tür aufgekriegt. Schon so oft dagegen geklopft. Also weiße Wolle wäre mal echt nicht verkehrt. Eins habe ich. 12. Ja, kannst du. Reicht locker. Okay, warte. Wenn ich deine Miezen vorher mit Schneebällen abwerfen darf. Nein.
tue es auch so. Oh. Oh, es pisst, deswegen leckt es gerade bei mir. Dem Wettergott gleich mal eine Schelle geben. So, ach, Mieze. Leute, es pisst. Lol. Was denn? Ich hab die gerade durch die Wand geschossen. Ja, die ist bei mir hochgelandet. Hier oben ist sie jetzt. Mieze, sitz. Bleib jetzt hier oben. Komm, dann gib mal die. Wo bist du? Ich komme. Ah. So. Wie findest du meinen Esstisch? Warte. Ach, scheiße. Wenn ich... Ja. So. Passt. Ziemlich gut rein, ja. Passt ziemlich gut rein, ne? Mhm. Vielleicht noch etwas falsch beim Ein... Was machst denn du da? Weg. Der auch. Ich helf dir. So. Hast du ein Stück Holz dabei? Dann hab ich. Kein einziges. So, komm mal besser hier hoch und runter. So, was hast du gesagt wegen dem Ding? Vielleicht etwas nah beim Eingang, aber... Ich wollte ein bisschen weiter weg von der Küche. Hm, stimmt auch wieder. So, warte mal, steh ich mal auf den Tisch, Pippo. So. Der ist es, oder? Genau gegenüber. Oder? Was wolltest du machen? Kommen jetzt zwei Lampen wieder rein. Wait. So. Genau über den Tisch muss es sein. Ist genau über dem Tisch. Sauber. Ja, chillige Bude. Ich freue mich auf mein Ferienhaus, das mache ich jetzt bald. Unten, da unten, wo irgendwie crazy sein Haus hat. Hast du Redstone dabei? Ja. Oh, ich brauche einen Repeater, es ist zu weit. Ah, ne, passt. Perfekt. Wie macht man die? Was? Die Lampen. Glowstone und dann Redstone an dem Glowstone umrum, dann werden die so. Ach, da muss man nicht mal irgendwie speziell was craften. Ja, dann nur diese Glowstone-Lampen rein, dann Redstone umrum machen. Ach so, wie gehen die Glowstone-Lampen? Das sag ich doch gerade, du musst Glowstone das von unten, von der Hölle. Dieses goldene, was aussieht wie ein Goldblock bei mir. Ach so, ja, und den einfach mit. Und dann musst du den mit Redstone umranden, glaube ich. Oder auf der 4826 reicht und dann wird das zu solchen Lampen, die ich hab. Mit Redstone. Ja. Will ich jetzt auch mal schauen. Ich sollte mir mal einen Boden bauen, ey. Boden? Ja, ich habe noch einen Erdeboden im Haus. Ja. Sieht auch kacke aus. So, das Essen nochmal schnell da reinbringen, sauber. Ah, fuck! Ich hab meinen Boden aus Holzding gemacht. Jetzt habe ich da einen mit der Spitzhacke abgebaut, damit, weil ich ihn falsch gesetzt habe und. Peng! Boden weg. Okay. So, es ist aber schwer jetzt hier hochzukommen aufs Scheiß. Dachboden. Ah, doch, klappt, wenn man will. Okay. Können wir jetzt runtergehen? Tür zumachen, das kann ich nicht bei hier reinkommen, die Drecksäcke. So, es ist dunkel. Wenn ich Licht aus habe, logischerweise noch dunkler. Sauber. Warum ist es hier so hell? Pass auf, dass Fackeln? Dass dir da keine Viecher spawnen, ja? Also, ich habe gelesen, die spawnen eigentlich nicht im Haus, ja? Aber die sind ja immer bei mir und Heaven gespawnt. Das war, weil unser Balkon keine Tür hatte. Das heißt, es war sozusagen ein offenes Haus. Deswegen sind die gespawnt. Jetzt hat mein Balkon eine Tür, jetzt habe ich eigentlich keine Monster mehr bei mir drin. Eigentlich, bis auf den Creeper da. Auf dem Dachboden, vielleicht war er ja noch die ganze Zeit da, nachdem ich meine Tür gebaut habe, weißt du? Bevor schon, meine ich. Vielleicht hat er da schon die ganze Zeit da oben gechillt und dann habe ich erstmal die Tür...